Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C. So, heute geht's um Operatoren. Operatoren hört sich erstmal mega kompliziert an, aber sind auch echt wichtig und eigentlich total einfach. Also keine Sorge, ihr schafft es ohne Probleme. Operatoren versteht man drei verschiedene Sachen darunter, nämlich arithmetische Operatoren, relationale Operatoren und logische Operatoren. Und damit mit diesen Begriffen könnt ihr unglaublich angeben, aber sie sind eigentlich wirklich sehr, sehr einfach. Und zwar kennt ihr eigentlich schon ein paar. Arithmetische Operatoren, egal wie behindert und kompliziert sich das jetzt anhört, ist zum Beispiel plus. A plus B, dann ist B plus ein arithmetischer Operator. Denn ihr verknüpft hier A und B miteinander und addiert die beiden. Ja, und damit war es eigentlich auch schon getan. Wenn ich hier jetzt das Ganze jetzt kompiliere und ausgebe, dann steht hier A ist 7. Natürlich meine ich damit A plus B ist 7. Und es ist eigentlich sehr, sehr einfach gewesen, oder nicht? Ja, wir haben schon ein paar andere logischerweise im Kopf, nämlich plus, minus, mal und geteilt. Achtet darauf, dass ihr nicht durch 0 teilt, sonst habt ihr ein Problem. Dann kommt nämlich das bei raus, dass wir nicht durch 0 teilen sollen, weil sonst die Welt explodiert und bitte nicht. Okay, aber ansonsten alles kein Problem. Jetzt gibt es aber noch ein paar exotischere Operatoren, die ich euch auch noch zeigen möchte. Und da wäre zum einen mal der Modulo-Operator. Modulo, ob ihr es glaubt oder nicht, ist immer noch sehr wichtig, zum Beispiel bei der Spieleentwicklung oder bei der Kryptographie. Also sehr ambitionierte Sachen, wo man den noch braucht. Und im Prinzip kennt ihr den aus der Grundschule. Modulo ist eigentlich Teilen mit Rest und der Rest ist dann die Ausgabe von Modulo. Also zum Beispiel 1 Modulo 2, ich zeige es euch gerade mal kurz, 1 Modulo 2 ist, kann man 1 durch 2 teilen? Nein, also doch, man kann schon. Und es kommt 0 bei raus und der Rest ist 1. Okay, ziemlich kindlich eigentlich, aber sehr wichtig dann trotzdem. Wenn ich jetzt zum Beispiel 2 Modulo 2 teile und den Rest berechne, dann habe ich hier 2 durch 2 ist 1, Rest ist 0. Also kommt dabei raus 0. Nicht A ist 0, sondern der Rest ist hier 0. Okay, und wenn ich jetzt hier A modulo B eingebe, dann könnt ihr gerade mal von selber mit dem Kopf mitrechnen. Wenn ich 4 durch 3 teile, dann kommt 1 bei raus und der Rest ist auch 1. Das heißt, was wird hier rauskommen? Der Rest kommt immer raus, also 1. Wunderbar, schon habt ihr Modulo-Rechnung verstanden, war gar nicht so schwer. Okay, was wir jetzt noch machen wollen, ist plus plus und minus minus. Wir gucken es uns einfach mal an. A plus plus. So, das ist die ganze Anweisung. Mehr brauchen wir nicht. Das Semikolon hinten dran ist trotzdem wichtig. Okay, machen wir das hier weg. Und dann schauen wir uns an, was bei rauskommt. A ist 5. So, dieses plus plus hat also A um genau 1 erhöht. Das ist eigentlich auch schon die ganze Magie dahinter. Plus plus erhöht die Zahl um 1. Und minus minus macht die Zahl um 1 kleiner. Wer hätte es gedacht? Also A ist 3, weil 4 minus 1 ist 3. Okay, super. Das waren alle arithmetischen Operatoren und mit diesem Begriff könnt ihr jetzt ganz krass angeben gehen. Jetzt machen wir allerdings noch weiter mit den relationalen Operatoren. Hört sich noch komplizierter an, ist eigentlich auch sehr einfach. Einen kennt ihr hier auch schon, das wäre dieser Gleichheitsoperator. Relationale Operatoren sind die Operatoren, mit denen ihr hier im If prüft, ob irgendwas so ist oder ob es eben nicht so ist. Und dazu mache ich das hier einfach mal wieder weg. Wir bekommen hier raus, if b gleich 0, dann machen wir irgendwas. Jetzt kann es mal sein, dass wir prüfen wollen, ob b ungleich 0 ist. Also sagen wir hier, ist b ungleich 0, dann sagen wir, b ist nicht 0. Na, habe ich es jetzt bald. Okay, so. Und Achtung bei der if, das hatte ich letztes Mal auch nicht erwähnt, das machen wir aber auch noch, wobei machen wir nicht, machen wir jetzt. Ich hoffe, ihr verfolgt natürlich die ganze Reihe und pickt euch nicht nur einzelne Videos raus, es kommt immer mal wieder interessante Informationen mit, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Nach einer if, wenn ich eine Bedingung hier erfüllt habe, dann springe ich direkt über alle anderen raus. Das heißt, ich springe nicht nur hierher, sondern ich springe ganz ans Ende von meiner if. Und wenn ich jetzt hier if b ungleich 0 prüfe, was ja offensichtlich gerade der Fall ist, dann gebe ich b ist nicht 0 aus und überspringe alle anderen else, if und else Blöcke und springe ans Ende von meinem else Block, beziehungsweise von meinem letzten else, if Block. Einfach so weit runter, wie ich kann.
Und in dem Fall kommt hier nur noch Return 0. Aber hier kann ich auch noch Print oder sowas hinschreiben. Das wird nicht übersprungen, sondern nur bis ans Ende von meinem Else. Das heißt, wenn ich jetzt hier dieses Ding abgefragt habe, dann bin ich hier, weil b ist ja offensichtlich ungleich 0, und springe ich hier runter. Das war jetzt eigentlich noch ein Nachtrag zu if, weil ich das letztes Mal vergessen habe. Tut mir leid. So, und jetzt kriegen wir hier die Ausgabe b ist nicht 0. Okay, super. Das war es eigentlich auch schon. Also wir haben hier einen Ungleichoperator. Jetzt können wir natürlich noch auf größer und kleiner checken. Also größer sieht so aus. Ist b größer als 0? B ist wohl oder übel größer als 0, weil das ist ja 3. Also b ist größer 0. Können wir mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Und sehen hier, b ist größer als 0. Okay. Und wenn ich jetzt ein kleiner mache, dann wird logischerweise dieses Ding nicht getriggert, denn b ist offensichtlich nicht kleiner als 0. Aber wir wollen vielleicht nicht nur größer oder kleiner prüfen, sondern echt größer oder echt kleiner war das gerade hier, sondern wir wollen auch größer gleich prüfen. Das heißt, ist b 0 oder größer als 0? Ist 0 oder größer als 0? Das wäre dieses größer gleich hier. Dann können wir es mal angucken. Und ich habe schon wieder falsch rum gemacht. Es ist furchtbar. Dieser Pfeil, der verleitet einen einfach dazu. Gut, dass ich den Fehler gemacht habe. Jetzt könnt ihr nämlich gerade auch mal sehen, wie wichtig das ist, dass man es richtig rum macht. Es verleitet einen wirklich stark dazu. Man möchte hier diesen Pfeil machen, aber eigentlich ist es hier, wo man es hinmachen muss. Also größer gleich 0. So wie man spricht, größer gleich oder auch kleiner gleich. Und ja, tut mir furchtbar leid, aber war gar nicht so schlecht, dass ich das gemacht habe. Okay. B ist 0 oder größer als 0. Also das hier ist es größer gleich und wenn ihr das Zeichen umdreht, dann habt ihr ein kleiner gleich. So passt der Pfeil, anders passt er absolut gar nicht für mich. Okay, ja, soviel erstmal zu den logischen, zu den ganzen Operatoren. Die logischen Operatoren, die machen wir nächstes Mal. Das ist nämlich, wie ihr verschiedene Bedingungen miteinander verknüpfen könnt. Hört sich erstmal kompliziert an, ist aber eigentlich auch sehr einfach. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.